Das ist Schweinemett. Schauen wir mal, richtig leckeres. Schweinemett. Keine Sorge für die muslimischen Esser. Das Schwein ist natürlich halal geschlachtet worden. Das ist alles. Und billig ist das. Ja, genau. Schwein ist billig. Super. Aber 100% Schwein, nicht gemischt. Ja. 100% Schwein. Und das heißt, sind 750 Gramm. Bei uns in Norddeutschland nennt man das Hackepeter. Hackepeter. Ja. Ist dann auch teilweise noch gewürzt. Das muss ich jetzt mal erstmal, mache ich später. Sind das die Semmelbrösel? Das ist Panko. Nee, das ist, sind das die Semmelbrösel? Nee, das ist keine Semmel. Aber probier. Das ist... Ach, die müssen wir jetzt machen, die Semmelbrösel. Machst du die Semmelbrösel bitte? Aber das sind meine Semmelbrösel. Hast du kein, ja, ist egal. Ich habe auch Semmelbrösel bestellt. Nee, ich hab genug. Aber eins von beiden ist doch. Eins ist Panko, eins ist Semmelbrösel. Was ist denn Panko? Hier fehlt auch das Messer. Wenn Sie wissen wollen, wofür Panko verwendet wird, das ist in der nächsten Folge von Brösel, wenn du alles deine Partyschnitzel machst. Panko, super. So, also, ja, dazu kommen jetzt mal zwei Eier zur Bindung. Ganz wichtig. Mach ich mal zuerst rein, ist eigentlich Quatsch. Und du müsstest mir bitte eine Zwiebel schneiden. Das kannst du auch gerne hier mit dem Ding machen. Also eine große Zwiebel. Da ist kein Messer drin, habe ich gerade erfahren. Ich habe es gerade gesehen, das Messer ist weg. Was ist denn das für eine Scheiße? Warum? Ja, ich weiß auch nicht. Also es kommt hoffentlich gleich, aber ich kann es auch mit der Hand machen, ist doch klar. Dann machst du hier einmal eine Zwiebel bitte mit Würfelchen. So, der Nudelsalat Classico. Der bleibt jetzt einfach ungerührt stehen, alles drin. Und dann haben wir einen, vorbereiteten. Und jetzt schauen Sie mal. Jemand? Ja. Ja, sag mal. Der die Schale irgendwie jetzt so direkt darunter, oder sagst du, scheiß drauf, ich nehme einfach die erste Schicht mit? Ich nehme die erste Schicht mit. Also wenn ich eine Brühe mache zum Beispiel, kommt die ganze Zwiebel rein, weil dann ist es egal. Ja. Und diese Zwiebelschale gibt so einer Brühe zum Beispiel, oder eine Bouillon, eine tolle Farbe. Ja. So, und schauen Sie mal, wie das hier aussieht, wenn es ein bisschen gezogen ist. Schauen Sie mal, na? Oh. So, der ist schon ein bisschen vorbereitet, ist gezogen. Und da probiere ich mal. Da hat man sich richtig Mühe gegeben. Super. Kann ich mal probieren? Ach komm. Oder? Mhm. Man kann es einfach, das wirklich geht immer. Nudelsalat Classico, das ist ganz einfach ein Partygericht. Super, wird toll ankommen bei Ihren Freunden. Toll. Und wenn Sie das aufbewahren möchten, einfach in den Kühlschrank rein. Super. Gemüsezwiebel. Eigentlich habe ich das nicht so gerne. Gemüsezwiebeln sind mir ein bisschen zu mild. Ja. Ich bin so ein Typ für scharfe Zwiebeln. Mhm. Was tust du, wenn die Augen tränen? Ich mache das ganz gerne. Übrigens, schöner Trick, unter der Dunstabzugshaube Zwiebeln schneiden. Hast du eine Dunstabzugshaube zu Hause? Ja, habe ich. Habe ich mir auch eine installieren lassen, eine ganz große, aus Bohmgold. Wo geht die Abluft hin? Oh. Aus dem Ins Kinderzimmer. Okay. So, möchtest du gerne gewürfelt haben? So kleine... geht, ja. Oh, guck mal, hier ist noch ein bisschen Wurst. So, dann kann ich schon mal in der Zwischenzeit, weil das gehört natürlich dazu, die Pfanne für die Frikadellen. Oder wenn man einen Kumpel hat, der auch gerne mal im Fußballstadion abhängt, der sagt dann auch im Suff gerne mal Frikadunsen, hat man bei uns gesagt. Lecker Frikadunsen. Einmal Frikadunsen. Das ist deine, glaube ich, die große Pfanne. Die große brauche ich, glaube ich. Die kleine nehme ich. Und ein Gasherd habe ich zu Hause nicht. Ich habe Induktion. Gas ist mir zu, habe ich Angst vor. Mhm. So, das hier. Wo soll ich die hin tun? Die tust du bitte, wenn die Kleingeschnitten sind, hier rein. Okay. So. Und jetzt, schön wäre Butter gewesen, aber Butter, haben wir noch, kann ich die Butter nehmen oder ist das von Ralle? Du brauchst auch Butter für die Schnitzel in der nächsten Folge, wenn Ralf seine Partyschnitzel macht. Das dürfen Sie nicht verpassen. Wenn Ihnen das gefallen hat, wenn Ihnen das von Ralf erst recht gefallen, wann kommt die raus? Nächste Woche, übernächste Woche von Ralf, die Partyschnitzel-Folge? Demnächst. Partyschnitzel mit Ralf. Demnächst. Irgendwann im April. So. Jetzt machen wir schon mal hier die Pfanne warm. Und da kommt ein bisschen Pflanzen. Wir mischen das einfach. Klassisches Pflanzenöl gemischt mit so, leckerer einfach Butter. Hier reintun, ja? Einfach bitte genau. Lecker. Schön rein. Nicht alles vielleicht. Ja, das reicht. Das ist sonst zu viel. Okay. Okay. Too much, nicht zu viel. Messerchen. Kannst du mir ein Messerchen mal geben? Ja, gerne. Einfach so ein Buttermesser. Ganz normal. Ah. Genau. Dankeschön. So. So, wo ist denn das Bier? Bisschen. So, ein bisschen Butter rein. Das ist wichtig für, das gibt, Sie denken, das ist viel, es ist tatsächlich die alte Horst-Lichter-Schule. Butter kann man nicht genug überall reintun, das ist, und kann man auch mischen, kann man wunderbar mischen mit Pflanzenöl, wenn man es nicht ganz so butterig haben möchte, ist das eine gute Idee. So, ich glaube, das sind die Semmelbrösel. Ich mache jetzt mal hier Eier rein. Das ist Panko. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also Eier mache ich zwei zur Bindung rein für die Frikadellen. Jetzt kommen zwei Geheimtipps. Für die Frikadellen. Erstmal zur Würzung nehmen wir ein bisschen Senf. Nicht nur ein bisschen, sondern ruhig ordentlich. Das gibt den Frikadellen einfach den nötigen Pep. Und auf einer Party ist das immer blöd, wenn man
die Frikadellen in Senf dippen musst, das gibt eine Sauerei, da hast du das ganze Sofa voll mit Senf, einfach direkt rein in die Frikadellen. Mhm. Und wer da keinen Bock drauf hat, hat Pech gehabt. Und das, jetzt kommt noch ein Geheimtipp. Ja. Weil Frikadellen sehen immer nicht gut aus, wenn die gebraten sind. Und dafür mache ich immer in Frikadellen so ein bisschen Tomatenmark. Das gibt den Frikadellen so eine sehr schöne rosige Farbe. Eine schöne rosige Farbe. Ja. Aber was mich gerade wundert, da ist ja jetzt gar nichts vom Brötchen drin, ne? Noch nicht, das kommt jetzt gleich. Also ich erstmal muss die Konsistenz auschecken. Ah, und dafür jetzt, das ist übrigens, das sind die Situationen im Leben, wo man keine Zeit hat, beziehungsweise wo es sehr ungünstig ist. Ich hab schon mehrere wichtige, große Show-Angebote absagen müssen, weil ich nicht ans Telefon gehen konnte, weil ich die Hände im Hack hatte. Ich kann gerade nicht, ich habe die Hände im Hack. Das ist eine meiner liebsten Ausreden. Ja. Kümmerst du dich um die Kinder oder kannst du mal den Garten fegen? Geht nicht, ich habe die Hände im Hack. Und jetzt kommen wir hier, ja, Leute, ganz ehrlich, ihr müsst nicht irr sagen, wenn ihr Frikadellen essen wollt, dann müsst ihr die eben zubereiten. Und das gehört dazu. So werden immer gemacht, ja. So werden Frikadellen immer gemacht. Und das ist jetzt sehr flüssig durch das Ei und durch die anderen Zutaten. Und das, da fällt mir auch eine schöne Geschichte. Muss man abbinden, natürlich mit Semmelbröseln. Und das tut man jetzt so lange, Semmelbrösel rein, bis es eine sehr schöne Konsistenz hat. Und jetzt kommt eben ein besonderer Trick, beziehungsweise ein Lifehack. Weil es ja oft so ist, dass es dann anfängt zu kleben. Immer mit einer nassen Hand. Immer eine Hand nass machen und dann kann man das wunderbar kneten. Ich kann jetzt, natürlich muss man es noch pfeffern und salzen. Jetzt ist aber die Konsistenz, schauen Sie mal ganz kurz. Na, ist das was? Die Konsistenz ist super. Und das ist jetzt das Problem, das habe ich auch öfter schon gehabt, wenn ich die Hände nach dem Hack brauche ich abschmecken, habe ich im Gefühl. Aber du bist jemand, der sowas, bei Mett ist es ja normal, da kann man ja reinbeißen, aber macht man es auch bei Rinderhack oder so? Ist ja auch Tartar. Na, Tartar ist auch wieder was anderes, normales. Das gibt's nicht, Ralf. Tartar. Hör auf, 52. Tartar, 52 niemals. So. Jetzt kann man es mit dem Würzen folgendermaßen machen. Ich bin in letzter Zeit dazu übergegangen, diese Variante zu wählen. Ich würze das erst, wenn ich die Frikadellen schon geknetet habe. Und das ist eine Sache, die bei Schweinen ein Problem ist, Can. Das wird dir, das Pech hast du, das wirst du nie haben, weil du das Schwein nicht zubereitest. Das Schwein, gerade schlechtes Schweinefleisch, dass das sehr einläuft. Kannst du die Pfanne, glaube ich, ist es aus? Nee, ich habe ein bisschen, weil darf ja nicht zu heiß sein. Dass das Fleisch sehr zusammenschrumpft, weil die Feuchtigkeit entweicht. Und dann werden die Frikadellen sehr, sehr klein, deswegen mache ich sie gerne ein bisschen größer. Und es sind eben keine Hamburger, also keine Burger-Patties, sondern es sind einfach Frikadellen. Und das schön in das heiße Butterfett rein. Und dann wird gebraten. Ja. Partyfrikadellen oder so Knödelchen, ich habe gerne ganze Bulette. Auch mal gefüllt oder nur so? Gar nicht. Ja, mal so ein kleines Stückchen Schafskäse oder so. Mit was füllst du die? Schafskäse zum Beispiel. Schafskäse? Ja, warum? Weißt du, das sind diese ambitionierten Rezepte, die ich vorhin meinte, wo dann irgendwie so Schafskäse in die Frikadellen alle so, ja, erstmal beißt man davon ab und denkt so, ja, okay, dann erwartet eine Frikadelle und dann hast du da so Schafskäse drin, dann bleiben die nicht stehen bei einer Party. Ja, meine Frau ist Vegetarierin, dann kannst du dich das schön so abpellen und dann bitte den Käse. Wobei, diesen leckeren Käse. Aber sag mal, ist jetzt hier nur Butter drin? Und Nein, Butter Öl und Pflanzenöl. Ah, ja. Dann hält es die Temperatur ein bisschen besser aus und man kann es ruhig mischen, wenn man den Buttergeschmack nicht so gerne mag oder wenn man es ein bisschen heißer braucht. Ja. Und wichtig ist, dass man es jetzt nicht zu heiß brät und dass es möglichst lange brät. Wenn man das zum Beispiel jetzt nicht für eine Party macht, man kann es für Partys natürlich auch kleiner machen. Das ist jetzt so meine Größe für ein Tellergericht. Fast zu viel, ne? Oh, jetzt ist mir ausgegangen. Mach so ein bisschen auf so mittlerer Stufe. Das ist nämlich die Scheiße an einem Gasherd. Du kannst es einfach nicht richtig einstellen. Und findest du nicht toll, wie das riecht? Aber ohne Witz, oder? Na, bislang. Ich habe so ein bisschen Angst, dass die verbrennen. Also man müsste, glaube ich, ein bisschen weniger drauf geben. Gibt's ein bisschen weniger? So. Und das Schöne ist tatsächlich, also wenn man es für ein Tellergericht macht, dann sollte man die Frikadellen lange braten und dann auch wirklich eine schöne Kruste, weil es gibt dann später, kannst du das als Basis nehmen für die Soße. Und bei der Soße, ganz wichtig, wenn Sie eine Soße machen für Frikadellen, Lorbeerblatt ist das Geheimnis. Einfach ein Lorbeerblatt rein und dann schmeckt das, oder auch zwei, schmeckt das super lecker. Mehr passen erstmal nicht rein in die Pfanne. Ja. Den Rest, wer hat Lust auf ein bisschen Hack mit Zwiebeln? Möchte jemand? Keiner. Mm. Okay. Ja, ganz einfaches Partygericht, wie gesagt, also für Partys kann man das natürlich auch kleiner machen, wenn man möchte, kleinere Frikadellen, dann hat man mehr davon. Und was man natürlich auch machen kann, die Variante habe ich jetzt aber nicht gemacht, Knoblauch rein. Ein, zwei Knoblauchzehen, das gibt einen guten Pep und einfach mal was anderes ausprobieren. Ja. Einfach mal was Verrücktes. Die Rezepte findet ihr, glaube ich, in den Kommentaren unten und wir schauen mal, kurz vielleicht schon mal wenden können, dann sieht man nämlich schon, wie lecker das aussieht. Mhm. Ganz toll, wenn ein Wender hier irgendwo... Michael Wender, wo ist er? Nee, komm mal, so ein Kochwitze. Ja, ist doch schön.
Und bei dir gibt es dann demnächst also Partyschnitzel. Guck mal hier. Bei mir gibt es Partyschnitzel. Und schau mal, da sieht man nämlich auch die Macht des Tomatenmarks. Ja. Dass, diese rosige Farbe, das verliert das Hack ja normalerweise, oder das, das Schweinemett verliert es normalerweise, wenn du das brätst. Aber wird dann so gräulich und so unansehnlich. Und wenn du Tomatenmark reintust, hast du immer so eine schöne Fleischfarbe, auch wenn es gebraten ist. Ne? Ah, so, schön. Guck mal hier. Und ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu heiß gewesen. Also ich finde es eigentlich schöner, wenn, wenn du ein bisschen langsamer... Ja, wenn die ein bisschen langsamer braun werden. Du wolltest unbedingt, dass ich mehr mache, ne? Und, aber jetzt sieht man es. Ist ja egal. Genau, das, das ist... Ja, zufälligerweise haben wir... Wir haben die auch vorbereitet. Danke, dann sieht man das nochmal. Schauen Sie mal hier. Ja. Und das sind nochmal vorbereitet. Und dann können wir es vielleicht nochmal zusammen... Ne? Das ist einfach, ganz einfach, super einfach, super günstig. Sie geben für alles zusammen, ich würde sagen, nicht mehr aus als 12, 13 Euro. Also ganz wichtig, die Frikadellen wären besonders gut, wenn das Fleisch sehr billig ist. Ganz billig, so ein abgelaufenes Tönnies-Ding oder sowas, ein Sonderpreis mit so einem Aufkleber drauf. Einfach die Folie abziehen, muffelt schon so ein bisschen. Und ganz wichtig ist, lassen Sie sich da nicht von irgendwelchen Bio-Köchen im Fernsehen, beim WDR oder sowas, verrückt machen. Ganz wichtig ist, wenn diese, Styropor oder dieses Gewebe, wo das Hackfleisch, das Supermarkt-Hackfleisch drauf liegt, das muss richtig schön vollgesogen sein mit dem Fleischsaft. Dann ist es richtig gut. Das kann man auch noch panieren und braten. Wie das geht, das zeige ich Ihnen beim nächsten Mal. Ja, guten Appetit. Wollen wir einmal ganz kurz noch den Leuten was... Also, wir machen das mit dem Nudelsalat. Ich teile erstmal die Frikadellen aus. Schauen Sie mal, hier. Kein Spaß, gut, das ist wirklich hier. Alles klar. Vegetarier. Und so. Es sind die Männer, die zugreifen. Es sind wirklich hier nochmal in die letzten Reihen. Oder schmeckt das nicht gut? Da ist da, wie sieht es von innen aus? Da haben die Kollegen in der Vorbereitung. Ist die wirklich roh? Da ist ein bisschen mehr. Nicht im Ernst. Das ist matt, ist schon okay. Wir sind von heute, also von gerade eben. Möchte noch jemand hier? Greift zu. So, lasst euch schmecken. Frikadelle, bitteschön. Also hier sind Gabeln. Man könnte einfach mal rein. Und es ist wirklich ganz toll. Und, gleich kommt hier ist mal eine Frikadelle, wer möchte. Das geht ja weg. Zu. Geht weg wie warme Frikadellen. Die Schleckermäulche, wie sie zugreifen. Das schmeckt. Und es ist ein ganz einfaches Rezept. Das Rezept findet ihr unten in der Videobeschreibung. Böhmis Partyfrikadelle und Nudelsalat Classico. Und wie gesagt, das ist ein Essen. Das garantiere ich Ihnen. So war ich hier. Steh bei Kuhfotze. Das geht auf der Party als allererstes weg. Und alle werden fragen, wer hat denn diesen Nudelsalat gemacht? Der war so ein bisschen wie den 80ern, aber der hat ja mega lecker geschmeckt. Die Leute werden das lieben. Also wenn Sie auf so einer Polenta-Party eingeladen sind mit vielen so alternativen Leuten, mit Kiffern, Leuten, die so irgendwie mal was Neues kulinarisch ausprobieren, einfach antizyklisch arbeiten. Küche aus den 80er Jahren. Und wenn Sie richtig peppig sein wollen, einfach so eine Scheibe Lachs drauf. Einfach so eine, zack, so eine Scheibe Lachs drauf knallen. So, schau mal, sieht doch toll aus. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen Spaß gemacht bei Böhmis Brutzel Partyküche. Heute Nudelsalat Classico und Böhmis Partyfrikadellen. Nächstes Mal mit Ralf Kabelka und Partyschnitzel. Das wird nochmal ganz besonders spannend, denn das ist gar nicht so einfach. Wir sehen uns dann. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Dankeschön, vielen Dank. Prost nochmal.